Fortschritt will erzielt werden, der kommt nicht auf einen zu. Naja, in manchen Situationen schon. In den meisten müssen wir ihn selbst erzielen durch eigene Arbeit. Dieses Spiel ist keine Ausnahme. Wer hätte es gedacht? So, und Granate, ja, das ist schön. Ja, und da sehen wir doch eine bekannte, gute, alte Seilbahn. Die hat sicherlich auch schon bessere Tage gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher. In dieses Gebäude scheinen wir irgendwie nicht reinzukommen. Aber, ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass wir natürlich auch hier fleißig Geld einsammeln. Das deutet doch schon auf irgendwas hin, oder? Könnte man so sagen. Und, ja, keine Chance. Hätte mich jetzt gewundert, wenn da einer die Tür offen stehen lassen würde für uns. Aber gut. So, was haben wir hier? Lago, See. Ja, das ist auch mal gut, dass das zum See gehen. Ja, dass das ausgeschildert ist. Kleines Hindernis blockiert den Weg. Tja, sonst haben wir hier erstmal soweit alles abgeräumt, was geht. Ist doch bestimmt hier so ein schöner Trimm-dich-Pfad hier, oder? So sieht es aus. Außer diese Schilder mit diesen Totenköpfen dran, aber nun gut. Vielleicht waren die früher noch nicht da. Die waren bestimmt nicht ihr ganzes Leben so unfreundlich zu Touristen, oder? Und zeigen mit den Fingern auf andere. Ja, das bekommt ihm nicht gut. Und da, das bekommt uns nicht gut. Oh je, noch mehr. Nee. Nicht aus der Entfernung, mein Freund. Und naja, kommt doch keiner von denen. Hatte ich hier irgendwie mal in Erinnerung. Und diesen Weg hier übrigens, da habe ich beim ersten Mal ewig lang gebraucht. Den habe ich partout nicht gesehen. Und dachte jetzt, okay, wie komme ich jetzt hier weiter, wenn dieser Weg da mit Steinen zugeschüttet ist. Bis ich ihn dann irgendwann doch mal entdeckt habe. Den gibt's gratis, eine Rückenmassage. Das bekommt ihr so gut, dass er einfach liegen bleibt. Gefällt mir. Ja, und das sieht doch so ein bisschen wie bekanntes Gebiet aus mit diesem Tunnel hier. Und es geht auch in so ein bisschen bekanntes Gebiet. Und da sehen wir, das Licht am Ende des Tunnels ist für uns nicht unbedingt hier das beste Zeichen. Denn wie auch im Original warten hier Gegner mit bestimmten Waffen auf uns, die uns ziemlich schnell den Chaos machen können. Und da hat schon einer was in der Hand. Ich glaube nicht, dass der nach... Ne, der ist, wollte gerade sagen, der wird nach einem Schuss nicht liegen bleiben. Na, klasse. Na, klappt irgendwie auch nicht so, das bei ihm zu treffen, was er in seiner Hand hält. Das wird uns jetzt noch ein bisschen weiterhelfen. Aber ich glaube, der ist erstmal erledigt. Ah, und ich wollte gerade sagen, wir hatten dadurch irgendwie noch keinen Alarm ausgelöst, aber... Ne, der ist noch nicht erledigt, der Arsch. Ja, und ihr seht jetzt da schon, da hinten hat er sich mal eben selbst in die Luft gesprengt. Das gefällt mir ziemlich gut. Oh, und ich sehe auch gerade, der ist in eine Bärenfalle gelaufen, deswegen hing der da so fest. Ah, verdammter Arsch, ey. Da zieht dieser... sackbehaarte Penner seinen Kopf einfach mal zur Seite. Apropos Kopf, der sieht bei ihm nicht mehr so gesund aus und... Scheiße, wir haben keine Pistolenmunition mehr. Dann stellen wir doch mal eben schnell welche her. Ja, wir haben ja auch ein Crafting-System. Mit Rohstoffen und dem Schießpulver und ein paar Flintenpatronen basteln wir uns auch noch mal eben. Oh, Kacke.
Eine Armee Unruhestifter beherbergt uns. Aber die haben wir eigentlich ganz gut im Griff. Außer wenn wir so schön daneben schießen. Ja, und wie ihr seht, so gut wie alle Gegner hinterlassen eigentlich immer was für uns. In den meisten Fällen ist es Geld. Aber auch hin und wieder mal immer gut was an Munition. Also so ganz groß in Munitionsnot gerät man hier eigentlich nicht. Man kommt häufig an die Grenzen, aber man hat dann meist auch immer Crafting-Material dabei, sofern man jetzt nicht alles daneben ballert. Kommt man eigentlich ganz gut durch. Oh, scheiße, Mann, den habe ich gar nicht kommen sehen, den Arsch. Jetzt haben wir schon wieder so einen schönen... Nicht nur Fleck in unserer Jacke, einen schönen Riss in der Jacke drin. Aber unsere Jacke hat Heilungsfähigkeiten, wie ihr seht. Der verschwindet dann auch mal schnell wieder. Ja, nee, das kannst du vergessen. Den habe ich ja schon von einer Meile kommen sehen. So, jetzt haben wir mal perfekt abgewehrt. Wenn wir das richtig timen, dann haben wir die Chance, direkt mit einem Nahkampfangriff das zu kontern. Das sei auch nochmal gesagt. Die meisten werden es mit Sicherheit wissen, aber... Hey, über irgendwas muss ich ja reden. Irgendwas, irgendwie muss es so ein bisschen professionell klingen. Aber gut. So, da habe ich doch noch irgendwen draußen gehört. Da oben. Oh Gott, und die Alte hat nichts Gutes in der Hand. Und ich treffe die scheiß Dynamitstange nicht. Jetzt haben wir sie. Schön. Das hat ganz schön gescheppert. So. Und die Beseitigung der Bärenfallen, die gibt es von mir gratis dazu. Ist übrigens, wenn man das Messer an Bärenfallen nutzt, dadurch nimmt die Haltbarkeit nicht ab. Das dachte ich erst immer. Deswegen habe ich die manchmal dann immer eher mit der Handfeuerwaffe beseitigt, wenn ich nicht reingelaufen bin. Oh ne, und den machen wir platt und unser Messer ist fast hinüber. Das ist nicht so geil. Das könnte severe consequences haben, wenn wir kein Messer haben. Und ja, den Fischen, denen ging es bestimmt auch schon mal besser. Von denen können wir leider keine verzehren. Aber wir finden bestimmt noch eine Gelegenheit, um uns gesund zu ernähren. Und ja, dich habe ich auch gesehen. Und irgendwas hämmert da rum. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Möglicherweise. So, ja, die Alte hat sich mal schön in zwei Hälften gesprengt. Mit ihrer Dynamitstange. Ziemlich brutal. Aber hey, wer mit dem Feuer spielt, der muss sich nicht wundern, wenn er Brandflecken davon trägt, ne? Aber okay, das ist da hinten noch. Das ist wie so ein kleiner Altar oder sowas. Ah, okay, ist auch verschlossen. Können wir noch nicht öffnen. Und ja, nee, dieses Hämmern habe ich mir nicht eingebildet. War hier nicht... ja genau, da ist noch ein erweiterter Schatz, den wir dank dieser Karte kriegen können. Da direkt vor uns. Jetzt müsste ich ihn nur sehen. Der hängt bestimmt irgendwo hier in dem Baum. Da ist er doch, ja. Das ist immer so der erste Instinkt. Wir haben Saphir. Das ist nicht der erste Instinkt, aber so der erste ist, wenn man den Schatz direkt nicht sieht, hängt er wahrscheinlich in so einer Kanne irgendwo oben. An der Decke, am Baum oder sonst wo dran. Aber gut, so. Ich höre da schon wieder etwas piepen. Das klingt nach einem Sprengsatz und das können wir auch nicht öffnen. So eine Scheiße. Ja, okay, da... Erreicht uns die Explosion nicht, wenn wir hier stehen? Ne, tut sie nicht. Sehr gut. War mir nicht sicher, weil da können wir nicht drunter her uns ducken.
Was haben wir hier? Das ist ein Foto von Vater und Sohn, nehme ich mal an, oder? Wir wissen es nicht, steht nichts drauf, aber wir können davon ausgehen, vielleicht haben die früher hier gewohnt, als sie noch nicht durchgedreht sind, wie die meisten anderen hier. Aber sieht auch so ein bisschen nach dem Labor hier aus, oder? Naja. Weiterte Karte, nein, da hinten können wir nicht hingehen, da war ja auch verschlossen. Müssen wir uns alles für später aufbewahren. Was ist das? Ja, das frage ich mich auch. Ach, er ist das. Okay. Dem geben wir jetzt mal einen schönen Tritt an irgendwo dran, wo es weh tut. Und es hat ihm sehr weh getan, denn wir haben ihn damit erledigt. Was auch gut ist. So, noch mehr Rohstoffe. Ja, sollte in dieser Hütte nicht in irgendeinem Schrank was sein? Anscheinend nicht. Stattdessen sehen wir ein paar Holzbretter, die wir entfernen und finden eine Bodenluke. Ja. Natürlich auch ein Grund, warum dieses Remake totale Scheiße ist, weil hier nicht was im Schrank drin ist, sondern in der Bodenluke. Ganz klar. Und dieser Sack, der lebt. Oder irgendwas Lebendiges ist drin. Oh, da ist ja noch ein Sack drin. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Oh, der! Nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Heilige Scheiße, ja. So nimmt das Unheil seinen Anfang. Und wir haben das erste Kapitel beendet. Sind nicht gestorben. Fünfmal Schaden erlitten. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Und dann würde ich mal sagen, ohne Umschweife gehen wir einfach mal weiter ins zweite Kapitel. Ohne lange rumzufackeln. Sei ja nicht. Na, egal. Du wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte. Also Mann, wie heißt du? Leon. Er ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey! Lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug am Kopf. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja. Mann, deinetwegen gehe ich noch. Trinn niemals gegen Leon in einem Texas Bullrope Match an. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. So ein Arsch. Shit, mein.
Deine Ausrüstung. Ja. Sieht leer aus irgendwie. Nicht gut. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Ja, da haben wir das erste Mal dann auch den guten Luis getroffen. Hat, wie ich finde, das habe ich auch damals in meinem Review-Video gesagt, die Stimme, die deutsche Stimme, die man ihm gegeben hat, die klingt ein bisschen zu jung für ihn. Das ist auch so ein Problem, was ein paar andere Sprecher haben, aber dazu an anderer Stelle dann etwas mehr. Wir haben keine Ausrüstung, aber jetzt zum Glück erstmal wieder ein Küchenmesser, damit wir uns ein bisschen verteidigen können, bis wir unsere Ausrüstung wiederfinden und wer weiß, wo diese Penner die versteckt haben. Sie waren auf jeden Fall so professionell im Vergleich zum Original, dass sie uns die Ausrüstung abgenommen haben. Das machen sie im Original ja nicht. Naja, und der wendet uns mal wieder richtig schön den Rücken zu. Das nutzen wir eiskalt aus. Und kriegen ein weiteres Küchenmesser. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Ah, sehr gut, ja. Verstehe auch übrigens jetzt, dass eine Ratte fiepst. Das ist ganz nützlich, denn das heißt, diese Ratten haben eine Bedeutung. Und das werden wir auch später in Angriff nehmen. Erstmal... ja, der hat uns jetzt leider gesehen. Und der ist... Ja, jetzt sieht er leider nicht mehr sehr viel. Oder besser gesagt, ist es gut für uns, dass er nicht mehr so viel sieht. So, ja, diese Ratten, wo da steht, dass die Ratte fiepst, die sollten wir erledigen. Das hat für uns Vorteile.